Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Escapists. Ich weiß nicht, wieso ich einen halben Stern habe, aber wir haben einen halben Stern. Wir sind derzeit dabei, quasi, ich glaube, bis abends zu warten, bis wir in unseren Kluft können und unsere Bettpuppe quasi ins Bett legen können. War mein Schrank schon immer da? Das, da wohne ich gar nicht. Was willst du denn schon wieder da? Ploperus. Du hast es auf mich abgesehen. Und wieso läufst du durch Wände hindurch? Er hat nichts dagegen gesagt, dass ich da drauf stand. Okay. Wir müssen unsere Spitzhacke kurz erneuern. Wir werden höchstwahrscheinlich... Moment. Komme ich eigentlich wieder in mein Zimmer oder wird es zugeschlossen? Das ist eine gute Frage, ne? Werden wir sehen, ob wir da überhaupt hinkommen. Weiß es nämlich nicht. Also, was brauchen wir, um unsere Spitzhacke zu verbessern? Wir brauchen... nein, wir brauchen 60 Intelligenz und... Ja, easy going. Haben wir. Habe ich zum Glück alles vorbereitet. Haha. Ja, ist gut, ich brauche keine Tipps mehr. Ich bin Profi mittlerweile. Zack. Gibt es noch eine bessere Spitzhacke als die? Nein. Das Einzige, was es noch gibt, ist halt Allzweckwerkzeug. Weiß ich Bescheid. Okay. Wir gehen zum Abendappell. Vorher werden wir mal die Puppe reinlegen. Nutzen. So. Wünsche mir Glück, dass wir durchkommen. Das Problem ist nur, wir kommen zwar easy hin, weil wir ja noch während der Ausruhzeit hingehen, jetzt zum Beispiel, aber ich weiß nicht, wer untersucht wird. Das macht aber nichts. Wir werden es ja gleich im Chat sehen, wer untersucht wird und wir können Folgendes tun. Verstecken. Der Rest ist ja relativ unwichtig. Und jetzt gehen wir mal darüber und gucken mal, wie es da oben aussieht. Ich hoffe, es ist dunkel genug, dass die Sniper mich nicht erwischen. Müsste aber eigentlich. So. So, okay. Theoretisch können wir hier noch höher, ne? Was haben wir denn da? Nein. Bekämpf sie! Wie macht man nochmal die... Achso, so macht man die Map auf. Lüftungen. Ah, ich könnte hier reingehen und dann könnte ich da ankommen. Ich könnte in diesen Hausmeisterraum reinkommen, um mich auszuruhen, um zu schlafen. Die Frage ist nur, ob er mich verpetzt. Aber theoretisch ist das möglich. Hier oben ist nichts weiter, ne? Was ist mit diesem Licht? Da könnte ich runterspringen anscheinend. Ach, ist das cool, auf dem Dach hier rumzulaufen. Hier ist ein Zaun. Oh. Hier drunter müssten die Typen mit dem Knüppel sein. Gucken wir mal. Wer wird untersucht? Stimmt. Können wir das irgendwie noch? Der Namenlose wird durchsucht und King Julian. Alles gut, alles easy. Riley? Da sind die Wachmänner. Double X und NK Johnny. Die beiden kleinen Haudigen. Siuk, Pupil, Fallout Boy. Ich bin jetzt direkt unter Fallout Boy. Da fehlt ein Hund. Ich finde es cool, dass man hier alles so angucken kann, weißt du, da kann man sich vorbereiten. Hier ist irgendwas. Hier ist der Parkplatz. Ja, theoretisch muss ich eigentlich nur hinter die Mauer, also ganz easy. Und dann einfach rauslaufen. Ach, die warten da draußen auf mich. Nice. Wie? Hätte ich nicht durch die Tür gehen dürfen? Shit.
Okay, wir schauen uns hier trotzdem mal um. Woher wussten Sie das? Da geht's auch rein. Oh, das Licht! Oh, das Licht! Oh, das Licht! Oh, ich seh's. Oh. Shit. Okay. Gucken wir zumindest, wo ich hier bin. Die Hunde kommen! Nein! Bitte nicht, ich bin nicht hier drin. Oh, ich bin hier drin. Die wissen es ganz genau. Nein! Ich bin ins Licht getappt. Dieses Licht sieht man so schlecht. Lüftung, Etage 1. Ach, hier ist der Bauarbeiter-Tibi. Ah, ich verstehe. Ich würde aber gerne sogar auf die Etage 4 gehen. Aber wir haben die Etage 4 gesehen, also. Ah, er zeigt uns jetzt hier noch ein bisschen was. Cool. Ja, eigentlich nichts Interessantes. Dann würde ich sagen, werden wir heute dann mal ausbrechen. Wir haben jetzt das Gefängnis ein bisschen gesehen. Die Möglichkeiten gesehen. Und ich denke, jetzt können wir auch ausbrechen, ne? Der ganze Weg ist immer noch Verriegelung. Gleich liege ich im Krankenbett und dann kommen die Hunde nochmal und zerfetzen mich. Das sehe ich doch jetzt schon kommen. Ah! Double X kommt raus. Bei der Verriegelung kommt Double X raus. Oh. Das ist ein guter Plan. Ja, kann ich Kartoffeln schälen? Ja. Zack. 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 So, dann können wir uns gleich mal umgucken, was sich hier noch so verändert hat. Ob wir in unseren Bereich rein können, was uns geklaut wird, das wird alles später für andere Gefängnisse wichtig sein, dass ich da die Erfahrung sammle. So. So. In diesem Gefängnis geht es einfach nur darum, um Erfahrung zu sammeln. Gut, meine Waffen und so weiter wurden weggenommen, das ist in Ordnung. Und ich gehe in meine Zelle zurück. Gucken wir mal, wie es da aussieht und dann brechen wir morgen einfach mal aus, ne? Was haben wir denn noch hier in unserem Bettkasten? Ja, die versteckten Sachen sind auf jeden Fall noch da geblieben. Die Puppe ist auch noch da. Ich meine, es ist ein bisschen auffällig, dass ich über der Decke schlafe und die Puppe unter der Decke, aber ist ja auch egal. So. Gehen wir kurz zum Appell und dann gucken wir mal. Hallo, meine Lieben. Hallo. So. Ja gut. Schade, dass es im Gefängnis nicht so viele Möglichkeiten gibt. Ich meine, es gibt viele Möglichkeiten zum Ausbrechen. Ich kann mich überall durchhacken und alles Mögliche. Aber ja. So, was fehlte uns noch? Ah, die Klamotten, die wurden uns weggenommen. Alles klar. So, dann gucken wir mal, wie es hier oben aussieht. Ist in unserem Versteck alles weggenommen worden? Ist das ersetzt worden? Ich will das nicht aufmachen. Okay, das ist ersetzt worden. Aber die Items sind noch da. Das ist gut zu wissen. Unsere Items können wir in solchen Bereichen sichern. So, die Mauerattrappe ist noch da. Cool. Also es ist gar nicht so schlimm, gefasst zu werden. Weil das meiste ist noch da. Ja gut. Coole Sache. Coole Sache. So gönne ich mir das. So, und dann werde ich hier mal kurz reinflitzen. Gucken mal, wie leicht es wäre, hier auszubrechen. Ob es wirklich so leicht ist, wie alle sagen. So. Dann gehen wir hier runter. Ich weiß nicht, ob es auffällig ist, wenn ich mitten im Gang meine Klamotten wechsle. Aber wir werden sehen. Ich wechsle hier meine Klamotten. Ich bin ein Kameramann-Dude. Guten Tag. Oh. Ich muss falsche Audio-Ausrüstung bauen. So. Oh, Frühstückszeit verpasst, egal. Die werden mich schon nicht umbringen. So, Frühstückszeit, ah, Freizeit, perfekt. Falsche Kameraausrüstung. Manikürset, Poster, Topfpflanzen, bla bla, Besucherset.
Das könnte eine falsche Kameraausrüstung sein. Oder falsche Ausrüstung. Das sind Tassen. Falsche Audioausrüstung. Ich brauche einen Besen. Ja, gut, das klingt easy. Hat jemand einen Besen in der Hand? Ich brauche also nur noch einen Besen. Dafür muss ich jemanden zusammenschlagen. Dafür brauche ich kurz eine Waffe. Und das war's. Dann sind wir nicht draußen, also. Nicht wirklich die Schwierigkeit. Kann man. Oh, ein Besen. Es ist ja fast schon zu einfach. So. Ich bin Kameramann. Es ist schon ein bisschen zu einfach, hier auszubrechen. Also wie gesagt, mal, wenn man das Spiel kennt, kann man in der ersten Folge einfach rauslaufen und dann ist gut hier. Also recht easy. Wie viele Aufnahmen brauchen wir denn noch von denen noch? Die sind ja wohl nicht sehr dynamisch. Tschüss. Viel Glück mit der Dokumentation, Punks. Ja, du bist ausgebrochen. Oh, ich krieg Punkte. Yeah, erstellte Gegenstände 21, zerstörte Wälder 3. Also, wir werden der Escapist immer weiter spielen. Wir werden dann später zu den Custom Maps überwandern, weil das ist jetzt eine Qualität von einem Spiel, das würde ich gerne durchgehend machen. Es bringt auch unglaublich viel Spaß. The Escapist 2. Ja, ich würde sagen, da ihr gestern nicht viel geschrieben habt, werden wir morgen ein neues Projekt dran nehmen. Ein kleines Zwischenprojekt, das heißt, wir machen bis der Escapist, ein kleines Zwischenprojekt, der Escapist und so weiter und so fort. Das heißt, ihr werdet auf jeden Fall nochmal die Chance haben. Wir gehen zu meinem Charakter, den ich schon ein bisschen ausgerüstet habe. Wir haben noch ein paar neue Sachen bekommen. Das kann ich dann nach dem Gefängnis immer schön machen. Und das ist cool. Das behalte ich. Habe ich noch irgendwie eine neue Sonnenbrille bekommen? Masken! Ich bin der Maskenmörder. Kann ich die Maske drüber ziehen? Naja. Nein. Ihr möchtet bestätigen. Geht doch. Boom. Jetzt sind wir der Maskenmörder, Freunde. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, das Ausbrechen ist jetzt nicht wirklich der Hit gewesen. Im ersten Gefängnis. Beim nächsten Mal spielen wir. Wir haben ja noch dieses Prison Since 17. Ich glaube, das ist das Tutorial, ne? Das ist das Tutorial, genau. Da, The Glorious Regime haben wir auch noch. Das ist quasi ein DLC, was ich mitbekommen habe zum Vorbestellen. Als nächstes gehen wir auf Coca Creed Railroad. Wir drücken mal auf neues Spiel. Wir gucken, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich glaube, nur Wärter. Sind das Wärter? Ich weiß nicht, was das ist. Oder sind das einfach nur Dudes? Ich glaube, das sind einfach nur Dudes. Ja, cool. Ja, beim nächsten Mal nur Dudes. Also, wir gucken uns mal hier um. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit in der Folge. Rattlesnake Springs. Ah, hier haben wir wieder Insassen und Wärter mit Hüten. Interessant. So, du brauchst zwei weitere Schlüssel, um dieses Gefängnis freizuschalten. Das sind auf jeden Fall richtig coole Gefängnisse. Ich freue mich riesig drauf. Area 17. Air Force Con. Im Flugzeug. Das ist einfach zu cool. Wir sind im Weltraum. Alter, ich freue mich riesig drauf. Freunde, wir sehen uns dann morgen bei einem neuen Projekt wieder. Dann wieder der Escapist. Und ich muss sagen, es ist eins meiner Lieblingsspiele. Und ich freue mich auf weiteres. Haut rein, euer Zero. Tschüss.